Guten Abend, Winoda. Herzlich willkommen zu den neuesten ZYP-Nachrichten. Im Studio begrüßt euch MC Azoida. Adjir. Und hier hinter mir setze ich keine Weltkarte, sondern meinen Migrationshintergrund. Aber jetzt gleich zum wichtigsten Nachrichten, was die ganze Woche gegeben hat. Affäre Hollande. Die Schöne und das Quiz. Präsident Hollande hat eine Affäre mit einer urschönen französischen Schauspielerin, Alter. Wenn du ihn schon mal gesehen hast, dann weißt du, dem Mann muss mächtig sein. Weil mit dem Visage kriegt er normal nicht einmal Angela Merkel rum. Aber was regen sich die Leute auf? Ein französischer Präsident ohne Gruppe ist wie ein Topmodel ohne Drogenproblem. Oder ein FPÖler ohne Degen zu Hause. Berlusconi war übrigens nicht so beeindruckt und hat zu ihm gesagt, was? Nicht einmal Gangbang, du warme Hure. Adjir! Bundesheer. Vor einem Jahr war ja die im großen Wehrpflicht-Volksbefragung und ist für die Wehrpflicht ausgegangen. Gott sei Dank, Alter. Dem Bundesheer ist wichtig. Wo sollen denn die Leute denn sonst hin? So viele Plätze gibt es nicht bei betreuten Wohnen. Ja? Und auch für eine Alkoholindustrie wäre ein ganz großes Problem gewesen, wenn die besten Kunden einfach so wegbrechen. Wo kann man sonst noch während Arbeitszeit hemmungslos trinken und Drogen nehmen? Okay, bei Chef und halt im Parlament. Aber sonst? Ja, dem Bundesheer muss jetzt 45 Millionen sparen. Aber wo sollen dem sparen? Braucht man zum Beispiel wirklich so viel Panzer? Ich meine, für die wichtigsten Missionen vom Bundesheer, zum Beispiel Chick für Oberst aus dem Nachbardorf holen, reicht eigentlich auch 3er BMW in Tarnfarbe, oder? Ja, und was haben wir noch? Man kann zum Beispiel auch gut Geld sparen, wenn man sich ein bisschen Hilfe aus der Bevölkerung holt. Zum Beispiel bei Naturkatastrophen, Überschwemmungen und so. Ich habe zum Beispiel einen Nachbarn, den Manfred, der ist so platt, wenn du den zum Beispiel am Flussufer legst, sparst du locker 3 Sandsäcke. Und dem Manfred wird auch wieder mal rauskommen an frischen Luft. Und was macht denn Bundeswehr eigentlich noch den ganzen Tag? Ich meine, wir führen keine Kriege, wir haben ganz wenige Naturkatastrophen. Wozu braucht man dem noch? Ich meine, ich renne auch nicht den ganzen Tag mit Gummi auf meinen Stängel rum, nur weil es passieren kann, dass ich irgendwann Sex habe. Ja, und Eurofighter kann man auch nicht verkaufen, weil die will keiner haben, weil die nichts können. Das sind praktisch die Larissa Marolz von Rüstungsindustrie. Apropos Dschungelcamp. Dschungelcamp heißt, rein in den Busch und da muss man leiden. Das ist genauso wie Sex mit Janine Schiller. Dschungelcamp, Alter. Spinnen im Bett, schmutzige Klos, Herpes, kein Problem. Das kennt Larissa ja vom Hotel von ihrem Vater. Adjir! Sochi. Bei Winterspielen in Sochi sind Schwule nicht erwünscht. Winterspiele ohne Schwule, das heißt, es wird schon mal kein Männer-Eiskunstlauf geben. Alter, Putin wollte unbedingt Winterspiele organisieren und gern Sommerspiele. Ja, Sommerspiele ist ihm zu warm. Ein Bruder von mir hat ihn einmal vor ein paar Jahren getroffen und er hat zu Putin gesagt, hey Homie, setzen Sie sich ins sibirische Straflager. Und deswegen den wichtigsten Tipps für Sochi-Besucher, im Disco bei Weimsee ja nicht tanzen. Das ist ein Test. Und zweitens, Wodka immer ohne Schirmchen und Strohhalm bestellen. Danke für Einschalten und bis zum nächsten Mal bei ZYP-Nachrichten mit MCS kein Scheiß. Adjir!